Aloha, schöne Seele. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Einblick in das Channeling des ersten Calls des Lebe deine Gabe. Unsere Community startet heute Morgen und ich nehme dich doch gleich mal mit. So, von der Seite lausch doch mal kurz rein in den Beginn unseres Calls. Ich wünsche dir dabei viel Vergnügen und falls du auch noch einsteigen möchtest, es ist jederzeit möglich. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Oh, wie schön, Hallo. Wir sind vollzählig. Das ist ja total schön. Willkommen, liebe. Dich haben Hallo. Wir jetzt das erste Mal sichtbar vor uns. Herzlich willkommen. Und an alle anderen natürlich auch, ihr lieben, wunderbaren Seelen. Was für eine Freude. So schön, euch jetzt hier gemeinsam verbunden zu haben. Lasst uns doch zu Beginn einen kurzen Augenblick miteinander atmen. Ich werde euch jetzt auch die Mikrofone schalten, damit wir Ruhe haben, damit wir uns gut konzentrieren können. Also denkt dann daran, wenn es ums Sprechen geht, Mikrofon an. Doch erstmal schließen wir doch gemeinsam die Augen und atmen tief und bewusst ein und wieder aus. Und wir fühlen einfach, was jetzt da gerade so an Palette, an Gefühlspalette erreichbar ist. Und wir lächeln. Wir lächeln und lassen unseren Körper darüber ganz wunderbare sogenannte Entspannungs- und Glückshormone ausschütten. Vielen Dank, ihr Lieben. So, jetzt wird wohl der einen oder anderen, mir inklusive, die leichte Nervosität, sprich Vorfreude, vergangen sein, oder? Wir konnten so richtig ankommen in der Gegenwart. Ich grüße euch also ganz herzlich zu unserem ersten Call, ihr wunderbaren Seelen. Was für eine Freude. Ja, ich habe mehr oder weniger geschlafen. Ich fühlte mich zwar nicht nervös, aber so voller Vorfreude, dass irgendwie ganz viel durch meinen Körper hindurchgeflossen ist, obwohl wir stehen ja auch wirklich einen Tag vor einem großen, ganz intensiven Vollmond. Ich habe das ja bewusst so gelegt, dass unser Beginn damit, unser Gruppencall Beginn damit in Verbindung steht, denn wir haben jetzt unglaubliche Energien zur Verfügung. Ich freue mich also wirklich sehr, diese mit euch nutzbar zu machen. Und ja, jetzt wollen wir doch auch gleich mal mit Sascha mal uns unterhalten und mal gucken, was er uns für den heutigen Vormittag denn mitbringt. Anschließend werden wir kleine Gruppen machen, drei kleine Gruppen, in welchen ihr dann die Möglichkeit habt, euch auszutauschen über das, was Sajama schon mal uns verzapft hat und gemeinsam Fragen zu erarbeiten, die es dann im anschließenden Channeling an Sajama zu stellen gilt und er uns bitte Rede und Antwort stehen möge auf das, was uns dann bewegt. So viel mal zum Ablauf von diesem heutigen Call. Und meinerseits vorerst mal viel Vergnügen. Ich ziehe mich jetzt mal so ein bisschen in mich zurück und übergebe unserem Freund und Bruder im Geiste und bin wahrscheinlich wie ihr gespannt wie ein Bogen. Total voller Vorfreude, was da jetzt geschehen wird. Also viel Vergnügen und bis gleich. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wundervolle Seele. Was für ein Augenblick, was für ein Moment, dieser ich jetzt so sehr genießen werde, mit vollen Zügen ich.
Ich bin Meistergraf von Saint-Germain und es ehrt mich ganz besonders, in diese so interessante Zeitgeschichte deines Lebens mit dir gemeinsam einzutauchen, mit euch in diese Gruppe des Lebe deine Gabe, sogenannten Projekts. Und vorerst und vorweg schon mal gleich Dankeschön. Es freut mich. Es freut mich sehr, dass du bereit bist, dich deiner Gabe, deinem Talent so bewusst gegenüberzustellen. Und ich nehme an, es wundert dich nicht weiter, wenn ich sage, dein größtes Talent, deine wichtigste und größte Begabung ist Leben. Die ist wohl gar nicht so sehr komplex und individuell, wie man meint, möchte das aber gerne bestreiten, respektive diskutieren. Denn das, was euch individuell macht, einzigartig und speziell, ist nicht unbedingt eben das Talent, wie zum Beispiel jetzt Adriana, das Channeln oder andere von euch das Zuhören können. Oder das Dinge erfühlen, wissen, erahnen, spüren, sehen, hören, fühlen, all das ist euer Normalzustand. Und das Leben, dieses Talent, diese Begabung, sich etwas vorstellen zu können und es dann tatsächlich zu erleben, ist wirklich ein Talent. Eine große Begabung. Und wir werden uns immer wieder über beide Thematiken unterhalten. Das heißt, sowohl deine einzigartige Seinsenergie, sprich deine Begabung, und natürlich eben auch das Leben selbst als Begabung erkennen können. Und du wirst im Verlauf dieses Kurses sehr wohl erkennen, warum es so wichtig ist, das Leben als Begabung zu erkennen. Oder noch viele andere Worte dafür zu finden, warum es so wundervoll und wichtig ist, dass du dich dem Leben hingeben kannst. Doch heute möchte ich gerne einmal ganz grundlegend mit euch über das Thema Begabung, Einzigartigkeit und Hingabe an dieses Sein oder an diesen Seinszustand deines Talentes mich widmen. Daher bitte ich euch in diesen kleinen Gruppen, euch in der Diskussion diesen Themen zu stellen und gezielte Fragen sozusagen zu erarbeiten, die ihr mir dann im Anschluss stellen könnt. Wobei es darum geht, in diesen kleinen Gruppen das herauszufiltern, was euch alle drei oder vier Personen, die in einer Gruppe sind, verbindet. In eurem Talent, in eurer Begabung. Heißt, ein achtsames Aufeinanderzugehen. Ein Miteinanderwirken und ein kreatives, sagen wir mal, Schöpfen von Worten, Fragen und einer Situation schaffen, auf welche ich dann so antworten kann und auch werde, dass jede von euch etwas mitnehmen kann. Denn was ganz wichtig ist im Bereich der Lebensaufgabe, der Begabung, des Talentes, ist, immer auch wieder das gemeinschaftlich zu finden, zumindest in der heutigen Zeit. Denn das, was dich ausmacht, was dich ganz speziell macht, was dich wirklich unverkennbar herausstechen lässt von allen Menschen dieser Erde, ist nicht dein Talent, ist nicht deine Begabung, sondern dein absolut einzigartiges Sein. Und daraus entsteht ein ganz eigenes Wirken. Es geht also auf dieser Erde, und gerade wenn es um deine Begabung geht, nicht ums Tun, nicht um die Ausführung des Tuns, sondern wie du das in dein Leben integrierst. Also bist mit dem, was du kannst, was du als etwas Spezielles und für dich natürlich auch sehr Schönes, so hoffe ich doch, erkennen kannst in deinem Leben. Wie lebst du mit deiner Begabung? Und wie gesagt, wenn es keine Begabung gibt, die du benennen kannst, dann nimm das Leben als Begabung und orientiere dich daran.
Doch lasst uns jetzt noch einmal einen tiefen Atemzug nehmen. Euch ganz bewusst mit eurem Herzen verbinden, diesem wunderbaren Organ und Muskel, der da schlägt für dich in jeder Sekunde. Fühle diesen Pulsschlag. Und versuche, während unserem ganzen Gespräch heute immer wieder diesen Pulsschlag in deinem Körper wahrzunehmen. Irgendwo. Ganz egal wo. In den Händen, in den Beinen, am Hals. Ganz egal wo. Finde immer und immer wieder den Puls des Lebens. Ich bin Meister Graf von Sarsharma und erfreue mich sehr am Umstand, jetzt und in diesem Augenblick mit dir zu sein. Danke. So. Ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr da ausarbeiten werdet in Bezug auf diese, ja, schon mal im ersten Call interessante Aufgabe an uns, ne? Ich bin gespannt. Ich klicke jetzt da ein paar Mal auf meinem Computer rum und dann werdet ihr in einzelne kleine Räume euch zusammenfinden. Und ich werde dann in jeden Raum mal reinhüpfen, ein bisschen hören, wie es euch geht. Und in 20 Minuten treffen wir uns wieder. Während eurem Call ist es wichtig oder eurer Diskussion, entscheidet, wer von euch die Fragen dann an Sarsharma stellt. Also wir haben dann eine Sprecherin sozusagen, die sich dann ganz mutig mit Sarsharma unterhalten kann über das, was ihr gemeinsam erarbeitet habt. Und bis gleich. Ich werde reinhüpfen und für Fragen da sein. Bis gleich. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele, zum zweiten und meinerseits immer noch Meister Graf von Sarsharma. Allerdings sind wir mehr geworden, aus geistiger Sicht mehrere, die sich jetzt zusammengefunden haben, um diesen Augenblick mit euch gemeinsam zu schaffen und zu schöpfen. Und wir, die Vereinigung der geistigen Welt der neuen Dynastie, namentlich eure sogenannten Geistführer, Helfer und Helfenshelfer, Schutzengel und diverse aufgestiegene Meister und Meisterinnen, unter anderem Konfuzius, ein ganz wichtiger Meister, wenn es darum geht, mit sich selbst und den Begabungen des Lebens, also dem Verständnis des Lebens, seinen Weg zu gehen, und die wundervolle Maria Magdalena, sie immer anwesend in dieser Zeit jetzt, denn an ihr ist es, ganz viele weibliche Anteile zu heilen. Da ist ja ganz viel los in euch wunderbaren Frauen und in den Männern, in ihrem weiblichen Teil natürlich auch. Denn das Weltgeschehen der Heilung ist immer aktiver, immer stärker. Und ich glaube, ihr habt es in der letzten Zeit ja auch ganz deutlich gespürt. Und das Leben selbst hat Schwung geholt. Es ist ja so letztes Jahr so ein bisschen zum Stehen gekommen, äußerlich, aber im Innen, oh Mann, da hat sich was getan. Und jetzt hat das Leben wieder Schwung geholt. Das heißt, noch mehr im Innen, im regelrechten Action geraten. Und gleichzeitig sind physische Bereiche so ein bisschen ermüdet, ermattet. Und diese beiden Widersprüche, ihr wisst es kann nicht besser sein, als dieses mit den Worten Leben zu umschreiben. Diese beiden Teile des völligen Lebendigseins und halt eben auch der beiden Zyklen, also dem dunklen, ruhigen, in sich gekehrten und dem lichtvollen, powervoll nach außen gekehrten. Diese beiden Aspekte sind hochaktuell, ganz besonders jetzt, wo ein kosmischer Scheinwerfer, diese Formulierung habt ihr sicher schon gehört, ganz klar auf Schattenseiten gerichtet ist. Diese Schattenseiten zeigen sich gerade im familiären Bereich.
und zu vielen anderen Bereichen auch. Aber so viel mal dazu, denn jetzt geht es bitte bei der ersten Gruppe um die Frage oder die Fragen, die sich da entwickelt haben in euren Gesprächen. Bitte Mikrofon an und los geht's. Was darf ich denn auf dieser Ebene an Unterstützung bieten? Bitteschön.